Hallo Mitspieler, mein Name ist Lowride und ich begrüße euch zur 62. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. Ja, wunderschöne verschneite Kulisse und da kommt ja auch glücklicherweise ein Zug. Den werden wir uns doch einfach mal nehmen, die Kamera ein bisschen einstellen und einfach losfahren. Wir sind hier... Agrar Ost müsste das sein. Das habe ich auch nicht so doof geachtet. Aber fahren wir einfach mal mit. Drehen wir mal eine kleine Runde, bis wir wieder in der Stadt sind. Das ist alles noch unbewirtschaftet. Und die Stadt schreit nach Arbeit. Ich habe übrigens gut eine Viertelstunde die Stadt mal laufen lassen. Angefangen habe ich bei, glaube ich, 48.000 Bewohnern. Jetzt sind wir bei knapp 55.000. Der Stadt einfach auch mal ein bisschen Zeit geben wollte, sich so ein bisschen selber zu entwickeln. Man ist ja, also ich bin ja auch ständig am Machen und am Tun. Biegt er hier wieder? Ich dachte, die fährt richtig rundrum. Ja, und einfach mal zugesehen. Die ganze Zeit so ein bisschen Ruine jagt. Das hätte ich die ganze Zeit ununterbrochen machen können. Mal den Mausfeiger hier wegnehmen. Am Straßendepot vorbei. Oh, das Ding hält ja aber wirklich auch an jeder Mülltonne, oder? Kann das sein? So, wo geht's hin? Links müsste das jetzt. Müsste wieder abbiegen, oder? Nee. Okay. Ja, ja, noch ist hier halt eben nichts los. Das wird sich ändern, wenn wir das hier. Das Industriegebiet. Noch vergeben. Ja, ich glaube, Müll müssen wir auch ein bisschen wieder nachbessern. Beziehungsweise die Schornsteine vielleicht ein bisschen besser stellen. Ich habe da einen Bereich gesehen in der Stadt. Südwestlich, der nicht so gut versorgt wird. Machen wir aber gleich. Fahren wir erstmal hier die Runde fertig. Hinten am Horizont die Stadt und die ganzen Ruinen-Icons. Natürlich doof, dass man so diese Icons nicht abstellen kann, mal so für ein paar Snapshots, für ein paar Fotos oder so. Wäre natürlich toll. So, jetzt müsste aber rechts abbiegen, bin ich der Meinung. Und die Bahn tut es. Ah, die Bahn scheint immer anzuhalten, egal ob einer ein- oder aussteigt. So, lange Tour über die Rumpelbrücke. Ah, mal schön in die Bucht schauen hier. Das sieht schon imposant aus, das hat schon was. Und hier werden die Straßen auch bedeutend belebter. Oder lebhafter. Und dann müsste jetzt eigentlich die komplette Achse durchfahren, ne? Bis ins andere Agrargebiet. Aber die Bahn funktioniert. Hier steigen sie ein und aus. Die Kamera mal ein bisschen. Na. Was macht er denn? Stellt die Kamera selber irgendwie so ein bisschen nach. Also hier zuckelt, das bin ich nicht. Und die Firma kann bitte gehen. Ja, aber auch eine mächtige Optik hier durch die Schluchten. Naja, gut. Halten wir mal an und verlassen wir mal die Bimmelbahn. Ups. Eieieiei. Es gab innerhalb der 10 Minuten, Viertelstunde, die ich hier gewartet habe zwischen den Episoden, auch wieder eine kleine Sterbewelle. Das heißt, die halbe Stadt war wieder voll mit Totenköpfen und ich denke, diese Ruinen, die sind jetzt wieder mal die Auswirkungen. Ich glaube, da mache ich mal eine schnelle Runde und fange an, indem ich einfach irgendwas lösche. Im Baum war das wohl, ja.
So, sind wir so gut wie einmal rum. Diese zwei beiden. Hier gibt es noch was zum Wegklicken. Ansonsten drehen wir uns doch mal die Stadt so, dass der Norden oben ist. Das, was wir für Norden halten. Und lassen die Zeit wieder laufen. Tja. Ja, die Müllsituation. Wir haben hier unten in dem Bereich, da werde ich mal einen der Schlote hinstellen oder kaufe gleich einen neuen. Ich glaube, ich kaufe gleich einen neuen. Die Tonne. So. Dürfte hier in der Ecke auch erstmal Ruhe sein. Zack, und da sind die nächsten Ruinen. Ja, das können wir machen bis zum jüngsten Tag anscheinend. Ja, was ich auch mir so ein bisschen gedacht habe, ich hätte gerne so den Übergang von Stadt auf Küste auf Wasser, den hätte ich gerne anders. Ich bin am Überlegen, ob ich praktisch mit einem, ich sag mal, festgelegten Abstand eine Straße parallel zum Küstenverlauf mache, der praktisch einmal rundherum wird. Vielleicht nicht hier, vielleicht nicht im Freizeiteck, das weiß ich noch nicht. Ausnahmen besteht ja in der Regel. Aber so eine Straße, die außen rum geht, und dann haben wir dieses leidige Sackgassenproblem auch nicht mehr. Das halte ich für so ein bisschen, na, unrealistisch möchte ich nicht sagen. Ja, die ganze Stadtlayout ist unrealistisch, wenn man es mal so sieht. Aber ich glaube, das würde auch ein bisschen schöner aussehen, wenn das so einen Abschluss hat. Das würde einen Haufen schöner Wassergrundstücke geben. Ist bloß die Frage, wie fängt man an und wie führt man es dann am Ende aus? Ja. Mal eine Birne. Aber ich glaube, wir vergeben vorher noch ein bisschen Arbeit, weil da, wie sieht es generell aus? Arbeitslosigkeit? 9%. Da legen wir wieder mal ein bisschen nach. Dankeschön. Gehen hier runter. Tja, das Depot hier unten ist immer noch nicht in Betrieb. Ups. Ihr kommt mal weg. So. Einfach mal willkürlich zwei Bereiche dazu geschaltet. Das wäre doch nett, wenn er das hier unten noch irgendwann mit. Ah, muss bloß meckern. Sehr gut. Generell mal die Müllcheck. Ich glaube, hier unten könnte auch so ein Müllding hin. Nehmen wir doch einen schönen weiten Weg, dann. Okay. Ja, budgetmäßig auch merkwürdig, was ich in der Viertelstunde beobachtet habe zwischen den Episoden. Und zwar hatte ich 15.000 plus einmal und dann hatte ich minus 1.400. Also da sind auch enorme Schwankungen. Keine Ahnung, wo die herkommen, weil hier ging es eigentlich bloß, also bevölkerungsmäßig ging es eigentlich gerade hoch, immer hier so 120, 350, 87, so eine Werte. Immer tröpfelt das immer weiter ein bisschen nach oben, aber die Kohle hier, das schwankt rum, das ist unglaublich. Also da kann ich mir auch überhaupt ja keinen Reim drauf machen, was da für Berechnungen hinterstecken. Auch generell sagt mir hier 2,8 und das wahrscheinlich, so nehme ich an, es gibt insgesamt jetzt 2113 durchschnittlich, wenn das Ding hier 7-mal durchläuft. Wenn das Ding 7-mal durchgelaufen ist, haben wir hier 2300 Credits oder 2100 Credits, jetzt 1300. Tja, was soll ich sagen? Gut, ich habe auch ein bisschen die Mecker. Kick mal, da schon wieder eine Sterbewelle. 570. Also das nimmt auch enorme Schwankungen hier, das Ding. Ja, ich meine, in so einer Stadt ist Bewegung, das ist schon klar, aber so eine Sterbewellen halte ich doch für relativ ausgeschlossen. Und es gibt so irgendwie keine krematorielle Versorgung hier unten. Da müssen wir unser Muster noch ein bisschen weitermalen, glaube ich. Da können wir nämlich gleich noch eins ausgeben. Hier haben wir eins, da haben wir eins, also hier haben wir keins. Mal hinter. So. Ja, in der Pause habe ich auch wieder alle Zellen überprüft. Nur ist doch irgendwann Banane, wenn du das hier irgendwie alles abcheckst. Aber sollte jetzt eigentlich gut sein. Ich habe es ja noch
alte Strommasten mittendrin gefunden. Hier irgendwo waren Strommasten drin. Hier drüben hatten sich noch welche versteckt in dem Gewirr. Ja. Gut. Den Bedürfnissen sind wir ein bisschen entgegengekommen. Die sollen sich hier mal alle anständig aussterben. Und dann ziehen sie ja aus. Dann bleibt eine Ruine zurück. Whatever. Wir kümmern uns mal um den neuen Plan. Einfach nur mal, um zu checken, wie könnte sowas aussehen und wie sieht sowas vonstatten. Wie soll ich denn das veranstalten? So, du wirst auf jeden Fall im Weg sein. Kann man ein bisschen verschieben. Ja, ich denke, dass ich da vielleicht, ich sag mal, direkt vom Wasserübergang, sagen wir mal so, Mitte Kreis, mir einen Abstand ausdenke. Sagen wir mal 6 Units. Das ist natürlich jetzt hier eine Hilfs- und Marklinie. Das mache ich dann an irgendeiner anderen Stelle auch. 6 ungefähr 90 Grad Winkel von der Küste weg. So, und dann kann ich ja die beiden verbinden. So, wie sieht das aus mit bewohnt? Volle 4 Felder? Ja, volle 4 Felder. So, und diese Straße jetzt einmal rundherum praktisch verlängern. Könnte man nochmal machen, oder? Einfach mal zu kicken, wie das aussieht. So, dann wird er hier sicherlich im Weg sein. Wir müssen an ihm vorbei. Das heißt, wir werden ihn ein kleines bisschen einkürzen. So, mal Gedanken gemacht. Wäre doch cool, wenn auf unserer Allee-Promenade eigentlich auch eine Bimmelbahn fährt, oder? So eh mal rundherum. Dann nehmen wir doch gleich auch die richtige Straße. Juckt's noch ein bisschen. Das Ding ist aus. So, so was wieder mitten im Dunkeln macht. So, dann den hier. Er kann wieder weg. Ja, und jetzt kommt es nämlich. Dort dran hier fummeln. Das ist natürlich bei vielen Winkeln eine echt ungünstige Sache. Könnte von hier nehmen, aber das macht dann Mecker. Ist man so sparsam und am Ende haust du doch so ein ganzes Stück weg. So, ungefähr hier. Das will wegen dem Park nicht. Würde aber ansonsten doch recht okay aussehen, oder? Dann schubsen wir den Park halt eben mal kurz weg. Und ich denke, das könnte man schon mal durchaus nehmen, oder? Ja, würde ich sagen, kaufen wir. Obwohl das hier diese Schräge irgendwie an der Straße auch wieder merkwürdig ist. Die müsste an und für sich ein kleines bisschen weiter runter, wie uns hier dieser Abstand sagt. Aber ich glaube, dass das nicht so wild ist. Wir können ja erstmal ein paar Straßen machen und dann an einigen Ecken vielleicht nochmal nacharbeiten, wo uns das dann doch nicht so gefällt. So, dann machen wir den hier zu. Das sind natürlich Hilfslinien, die wegkommen. Dann möchten wir den Park wieder eingepasst sehen. Und zwar machen wir den hier. Gibt's auch unglückliche Gesichter anfangs? Richtig gesehen. So, die Stimmung noch ein bisschen mittiger. Ja, und dann machen wir hier weiter. Zack. Abstand müssen, nehmen wir natürlich die billige Straße. Und da schippt er gleich auf. Und was macht er da? Aber ist ja egal. Wenn ich das hier weglösche, dann ist diese Aufhäufung auch wieder weg. So, wir nehmen mal ungefähr Maß. So, das hier muss
alles weg. Nimm die teure Straße. Die dann da auch passen wird. Zack. So, hier haben wir zweispurig beschient. Das ist natürlich wieder ein Albtraum hier. Da müssen wir. Ich will nicht so viel wegnehmen. Na. So. Oh, von hier würde man nichts sehen. Und ich glaube. Auch nur, weil wir wissen, dass wir hier nicht gebogen haben, sehen das so ein bisschen, oder? Dass das so ein klein bisschen gerade ist. Aber ich glaube, damit können wir leben. Das ist schon ja nicht mal so schlecht. So, bereichsweise. Mal den. Ja, und ich würde sagen, hier die Wassergrundstücke, die verhökern wir auch. Wenn wir schon mal dabei sind. So, so, so. Eine Hilfslinie. Und wir möchten ungefähr hier schneiden. What? Jo, passt, passt, passt. Das wird wieder nicht, oder? Wo das so gut aussehen würde. Mann. Und gekauft. Und hier noch eine Hilfsstraße. So. Das wird auch alles schön grün. Kann man sich natürlich fragen, warum hier an den Kreuzungen keine Grundstücke sind. Gut, gucken wir mal, wie wir hier verfahren. So, ich glaube, hier bomben wir mal. Das ist eine Schule, oder? Das ist eine Schule. Ey, 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 ey. Auch das noch. Na. Die Schule. Du wirst erstmal dahin gehen und wir nehmen uns wieder ihn hier. So, und wollen. Schicks. Ungefähr da, wo das Auto ist. Was passiert dann, wenn ich jetzt so hier mache? Habe ich da irgendwas Schönes? Ne, ja nicht. Und hier können wir ja nicht andocken, weil hier so ein, ja, ein Brückenanfang ist. Eieiei, wie machen wir das jetzt? Ich könnte praktisch nur bis hierhin machen. Kleine Annäherung. Warum hat jetzt die Brücke gelöscht? War ja nicht notwendig. Man kann ich das auch löschen, weil ich glaube, dass ich dann hier vielleicht ein klein bisschen aufschippen werde. Das könnte durchaus sein. Kann weg. Kann alles weg. Weil wir könnten ja. Na, ist noch ein bisschen zu lang. Mal schauen, wir können auch prima so auf die Art und Weise hier uns den Weg suchen. Brauchen wir uns die Hilfsstraßen nicht bauen.
jetzt geht's nämlich los. Jetzt sehen wir gleich irgendeine Bushaltestelle hier rufgemerkt, die es ja nicht mehr gibt. Okay, hier ist Schiene. Das geht schon mal nicht. Glaube. Rechte tun wir hier cutten. Ne, das wird nicht reichen. Ne? Dann nehmen wir mal das raus und wir nehmen das raus. So, weg damit. Würde er machen, aber er würde rechts sicherlich wieder ordentlich aufschütten. Machen wir mal so gehen, dann macht er keine Brücke, dann macht er das mit Land drunter. Das ist okay. Da haben wir natürlich keine Möglichkeiten anzudocken. Hier wäre der nächste Andockpunkt und das sieht blöd aus. Und das wird von dem Winkel her auch ja nicht funktionieren. Wir müssen den hier vielleicht noch ein bisschen länger machen. Also länger heißt, glaube ich, Brücke, oder? Ah, nee, hat noch aufgeschüttet. Das ist natürlich cool. Also, wo können wir denn jetzt hier abgreifen? Ist mal eine Flucht irgendwie. Das ist ein bisschen zu weit links. Ja, fragt man sich auch, wie diese Andockpunkte entstehen, weil manchmal kannst du dich hier komplett frei bewegen, wie hier, und dann schwupp, hast du hier so einen Knickpunkt. Na, ich denke, liegt daran, dass ich jetzt diese Straße nicht in einem Stück gemalt habe. Probieren wir gleich nochmal. So, sagen wir. So. Wie ist das Feeling jetzt auf der Straße? Ich glaube, der Punkt könnte mir schon gut gefallen zum Andocken. Dem könnte man arbeiten. Gut, probieren wir allerdings in der nächsten Episode. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Würde mich brennend interessieren, was ihr zu diesem Vorhaben hier sagt, zu dieser Strandpromenade. Strand sehen wir hier nicht, also dieser Küstenpromenade. Ja, lasst mir einen Daumen da, wenn ihr Bock habt, ein Abo und schreibt im Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.